Heute muss ein Sieg her. Und wenn Sie den Dreier einfahren, dann haben Sie den Aufstieg sicher. Na, das ist mal Motivation. Portugal geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Heute im Tor Rui Patricio. João Cancelo spielt mit Rafael Guerreiro in der Verteidigung. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Da ist die Aufstellung von heute des SSC Neapel. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Oh no, Moutinho. Jetzt können Sie vielleicht kontern. João Cancelo. Der Konter wird abgefangen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Gute Aktion. José Caichon. Ballverlust von Neapel. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Bernardo. Klasse Pass. João Felix. Trifft er, ja. Drin. Tor. Jetzt sind sie in der Position, die sie wollten. Jetzt sind sie auf Aufstiegskurs. Und wenn sie jetzt noch einen draufpacken, den Vorsprung ausbauen, das wär's. Da kommt ihm seine ganze Technik zugute. Ganz stark im 1 gegen 1. Aber Wolf auch nicht wirklich gut verteidigt. Und so gibt's dann das Gegentor. Führung für Portugal. Es geht weiter. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Bruno Fernandes ist hier immer noch am Ball. José Caichon. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Dries Mertens mit dem Pass. José Caichon. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Bruno Fernandes. Ja, mit viel Übersicht. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Goulam. Fabian. Hereingabe jetzt. Diese Chance haben sie mehr oder weniger verschenkt. Genauso ist es, Wolf. So einfach dürfen sie es ihm nicht machen. Guedes. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Freistoß Portugal. Pizzi. João Moutinho jetzt. João Cancelo. Kann er was draus machen? Milik. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Neapel verliert den Ball. Pizzi. João Cancelo. Bernardo Silva. João Moutinho. Toller Pass. Der Ball ist drin. Und so langsam kann man ihn wirklich zum vorzeitigen Aufstieg gratulieren. Sieht in der Tat richtig gut aus mit der Leistung. Heute aber auch absolut verdient. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. João Felix. Bernardo Silva. Guter Pass. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Ballverlust von Neapel. Pizzi. Sieht gefährlich aus. Und Mertens. Insigne. Super dieses Zuspiel. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Abseits jetzt von Mertens. Ruben Dias. Bruno Fernandes. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Jetzt könnte er flanken. Flanke bleibt hängen. Jetzt ist Platz für den Konter.
Insigne. Milik. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Guedes. Bruno Fernandes. Ono Moutinho. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Pass von Bernardo, sind sie zur Stelle. Viel mit Auge. Lorenzo Insigne. Das ist die Chance jetzt. Klasse Parade von Patricio. Da kommt die Ecke. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Flanke kommt weit. Die haben die Szene überstanden. Da war aber auch viel Glück mit dabei. Auf der Linie geklärt. Es hat nicht viel gefehlt. Guedes. Bruno Fernandes. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Weiter gefährlich hier. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Joao Felix. Den hält er völlig ohne Probleme. Joao Moutinho. Schöne Aktion. Hereingabe in die Mitte. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Vielleicht die Konterchance. Konterchance erstmal vergeben, aber sie bleiben in Ballbesitz. Insigne. Chance zum Anschlusstreffer. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Ballverlust durch Bernardo. Arkadiusz Milik. Da zieht er ab. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Bernardo Silva. Pizzi. João Moutinho jetzt. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Der erste Durchgang ist rum. Jetzt ist Pause. Neapel liegt hinten und damit gehen wir rein in Durchgang 2 dieser heutigen Partie. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Jetzt Cristiano Ronaldo. Könnte jetzt was werden. Pereira! Er trifft den Pfosten. Bruno Fernandes. Da muss er aufpassen. Pech, dass sie da nur das Aluminium treffen. Ja, da wollten sie es vielleicht sogar zu genau machen. Cristiano Ronaldo. Jetzt vielleicht. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Alan. Napoli über den Flügel. Jetzt haben sie Platz. Jetzt eine gute Flanke. Stark gearbeitet. Pepe klärt den Ball. Jetzt Ries Mertens. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Noch ist die Chance da. Guedes. Bruno Fernandes. Da haben die Portugiesen Platz. Gonzalo Guedes. Cristiano Ronaldo. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Isai. Und das ist der Ballverlust. Da haben die Portugiesen Platz. Hohes Zuspiel auf Ronaldo. Ja, das war abseits. Okay, das war's für ihn. Der Trainer erlöst ihn und nimmt ihn aus der Partie. Ja, passiert. Nie wirklich ins Spiel gefunden. Natürlich eine völlig richtige Entscheidung, diese Auswechslung. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Mertens. Geht da voll in diesen Zweikampf. Pereira. Joao Cancelo. In den freien Raum. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das ist ein Foul. Freistoß.
Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Bruno Fernandes. Neapel verliert den Ball. Und Ronaldo treibt den Ball nach vorne. Das ist jetzt seine Chance. Oh, kein Tor. Gibt's das denn? Die Riesenchance. Alan. Zielinski. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Er gibt stark gemacht, das könnte was werden. Ist es das? Bernardo Silva. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Das war sie, die Riesenchance, aber wir sehen's. Kein klasse Pass. Lorenzo ins. Schaffen Sie den Anschlusstreffer. Und er gibt Elfmeter. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Oh, am Tor vorbei. Vergibt diesen Strafstoß und das war schwach, ohne jede Frage. Das kann er viel besser. Sehen wir hier nochmal, der Elfmeter war einfach nicht gut. Da sind die Nerven scheinbar mit ihm durchgegangen. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Schönes Zuspiel. Er pfeift ihn zurück. Abseits. Der Trainer hat ein Einsehen und nimmt ihn aus der Partie. Das war definitiv nicht sein Tag heute. Das kann man so sagen, Wolf. Hilft ja nichts. Er sollte die Partie jetzt möglichst schnell abhaken und dann wieder nach vorne schauen. Schönes Zuspiel hier. Piotr Zielinski. Jetzt kommt der Schuss. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Muss Ecke geben. Ecke in die Mitte. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Jetzt schießt er. Und das Tor. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Cristiano Ronaldo. Gut durchgesetzt, gefährlich. Guedes. Bruno Fernandes. Ballverlust. Da kommt der Pass auf außen. Matteo Politano. Gutes Tackling hier. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Ecke kommt rein. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Klasse Tackling hier. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Bernardo. Und er schießt. Das war knapp. Noch legen sie ihn vor. Aber können sie diesen knappen Vorsprung halten? Können? Auf jeden Fall, Wolf. Aber immer... Könnte der Ausgleich sein. Sensationelle Rettungstat. Ja, der muss ja eigentlich drin sein. Das wäre der Ausgleich gewesen. Aber der Keeper zeigt sein ganzes Können. Da kommt die Ecke. Da lässt er sich weit zurückfallen. Will den Ball. Alan. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Nur noch wenige Minuten und der Angriff könnte was werden. Ja, das Tor war frei, aber trotzdem, den musst du erstmal von dort aus treffen.